Ein herzliches Willkommen zur Graduierungsfeier der Theologischen Hochschule Friedensau im Jahr 2020. Pünktlich durchbricht die Sonne die Wolkendecke und wir sind hier heute in einem besonderen Ambiente, aus gegebenem Anlass, um ausreichend Abstand einhalten zu können. Vielleicht ganz bestimmt das erste Mal, vielleicht auch das einzige Mal in dieser Halle. Besonders, das will ich nicht unerwähnt lassen, ist in diesem Jahr allerdings auch, dass wir vor wenigen Tagen das 30-jährige Jubiläum der staatlichen Anerkennung der Theologischen Hochschule Friedensau begangen haben, die im September 1990 ausgesprochen wurde. Und nun, liebe Studierende, insbesondere liebe Absolventen und Absolventinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Angehörige und Gäste und sehr geehrte Ehrengäste, ich begrüße namentlich vom Wissenschaftsministerium des Landes Sachsen-Anhalt den Staatssekretär Herrn Dr. Ude. Ich begrüße vom Landtag des Landes Sachsen-Anhalt den Abgeordneten Herrn Markus Kurze. Ich begrüße von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, der Trägerorganisation dieser Hochschule, die Präsidenten Ralf Schönfeld aus Hannover und Werner Dullinger aus Ostfildern bei Stuttgart. Und ich begrüße auch den Vertreter der Presse. Euch allen und Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Wie es mittlerweile schon hinreichend bekannt ist, trotzdem will ich es nochmal erwähnen, Sie halten hier die Sicherheitsabstände ein, insofern Sie nicht zu einem Haushalt gehören. Wenn Sie sich bewegen und einander begegnen, bitte den Mund- und Nasenschutz aufsetzen, ebenso dann am Ende beim Singen. Ansonsten können Sie den auch abnehmen. Ich freue mich in jedem Falle und natürlich ganz besonders unter diesen Umständen, dass wir diese Feier durchführen können, denn es ist ein Höhepunkt in unserem akademischen Jahr, ganz fraglos. Denn wir haben hier Absolventinnen von Bachelor- und von Masterstudiengängen, die lange auf diesen Tag hingearbeitet haben, die sich freuen, heute dabei sein zu können, ihre Urkunden, ihre Zeugnisse überreicht zu bekommen. Und wir freuen uns, dass wir diesen Anlass mit euch gemeinsam feiern dürfen. Die Abläufe sind heute im Detail etwas anders, als wir sonst gewohnt sind. Ich bitte darum um Verständnis. Und nun darf ich euch und Ihnen den Festredner des heutigen Tages vorstellen. Es ist Herr Christian Neuke, der geschäftsführende Vorstand von ADRA Deutschland. ADRA ist die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe, eine staatlich anerkannte Nichtregierungsorganisation. Sie wurde 1986 gegründet und steht der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten nahe. ADRA, das ist die Abkürzung für Adventist Development and Relief Agency. Herr Christian Neuke ist studierter Theologe, war viele Jahre lang als Pastor der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten tätig und zuletzt als Präsident dieser Freikirche in der Mittelrheinischen Vereinigung. Seit 2012 ist er Geschäftsführer von ADRA Deutschland und seit 4 Jahren der geschäftsführende Vorstand. Herr Neuke ist außerdem seit 2017 Vorstandsvorsitzender des Bündnisses Gemeinsam für Afrika und seit diesem Jahr auch einer der Vorsitzenden im Aufsichtsorgan des Bündnisses Aktion Deutschland hilft. Herr Neuke ist als Theologe und Pastor einerseits und als Repräsentant einer sozialen Einrichtung deshalb, wie kein zweiter, meine ich, geeignet, gerade zu den absolvierenden Theologen und Theologinnen und Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen zu sprechen. Er nannte es ein Hybrid, ich nenne es einen Brückenbauer. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, lieber Christian, du hast das Wort. Sehr geehrte Exzellenzen, liebe
Dozenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Graduierende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, in was für einer Welt leben wir denn eigentlich? Das war ein Satz und eine Formulierung einer jungen Dame im Juni letzten Jahres in Brüssel auf einem High-Level-Panel. Dort diskutierte man darüber, wie die Investitionen der Europäischen Kommission im globalen Süden doch viel stärker nach Ausgleich suchen sollen. Ein Ausgleich also zwischen Arm und Reich. Ja, in was für einer Welt leben wir denn eigentlich? Also mit einem solchen, ja, emotionalen, mit einer solchen emotionalen Betonung dachte ich so bei mir, tja, das ist eine gute Frage. Das ist auch eine gute Frage für uns heute Morgen. Und ich möchte Sie alle, euch alle, einladen, mit mir jetzt einmal auf eine fiktive Gedankenreise zu gehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin dankbar, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, also die Sustainable Development Goals, nachdem sie 2015 die Millennium-Ziele abgelöst haben, nahezu, in Klammern fiktiv, denken Sie dran, nahezu vollständig erreicht wurden. Eine übergeordnete Kernforderung, leave no one behind, niemanden zurücklassen, konnte durch zuvor getroffene internationale Vereinbarungen verwirklicht werden. Ich bin wirklich dankbar. Die Stadt Berlin, Hamburg und München haben eine Initiative, die Innenstädte wieder lebens- und liebenswert machen, in die Umsetzung gebracht. Ausreichend Wohnraum wurde in die Eigentümerschaft der Städte zurückgeführt und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind in der Innenstadt nicht mehr zugelassen. Können wir nicht auch dankbar dafür sein, der globale Entwicklungsfonds ist durch die Weltbank, die USA, der Europäischen Kommission und China signifikant aufgestockt worden. Zusammen mit dem Schuldenerlass für Länder des globalen Südens ist das ein enormer Schub für den Ausgleich zwischen den Ländern und schafft Perspektive für Millionen von Menschen. Meine Damen und Herren, ich bin begeistert. Die USA hat im ersten Quartal diesen Jahres das Klimaabkommen Paris II im Kongress und im Senat ratifiziert und setzt sich damit an die Spitze einer globalen Klimabewegung. The future is ours. Die Zukunft gehört uns. Und gemeint ist uns allen. Natürlich gibt es noch einiges zu transformieren. Die CO2-Bepreisung ist noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Aber wir sind auf einem richtigen Weg. In China machen die Städte und die Regionen mächtig Druck auf den Nationalen Volkskongress. Das war nicht immer so. Heute sprechen wir vom Green Success oder in Deutschland vom grünen Wirtschaftswunder. Ist es nicht wirklich erstaunlich? Autokratisch regierte Staaten haben sich selbst ins Abseits manövriert. Wichtige Partnerländer haben sich von diesen zurückgezogen. Populismus wird nicht mehr als Mittel der Wahl angesehen, um sehr schnell Wählerstimmen zu gewinnen. Die Zivilgesellschaft in diesen Ländern ging beharrlich auf die Straße, ließ nicht locker in ihrem Ruf nach Freiheit und sozialer Gerechtigkeit und damit wirklich auch einen Pfad zu bereiten für eine friedliche Nachbarschaft im eigenen Land und mit den Nachbarländern.
Vielfalt und geregelte Migration wurde als Motor für ein neu definiertes Wirtschaftswachstum, gemessen am globalen Gemeinwohlwesen, als neuer Maßstab für Wachstum in 80% der Länder der Vereinten Nationen anerkannt. Wie soll es auch anders sein? Wie konnten die Menschen im globalen Norden sich einst der Illusion hingeben, dass es ihnen auf Dauer gut geht, wenn es unseren Nachbarn, wenn es ihren Nachbarn, den Menschen im globalen Süden auf Dauer schlecht geht? Über ein erreichtes Ziel freue ich mich ebenfalls wirklich sehr. Die USA, das Europäische Parlament und in der Folge tatsächlich auch die Europäische Kommission gemeinsam mit, man kann es kaum glauben, mit der Volksrepublik China haben in ihren Ländern eine Gesetzgebung zur Programmierung der jeweiligen Algorithmen in den sozialen Medien auf den Weg gebracht. Fake News und Hassbotschaften, rassistische Äußerungen dürfen durch den Algorithmus nicht noch gefördert werden. Geregelt muss es ein Algorithmus sein, der die Nutzer aus einer Blase herausholt, damit eine Meinungsbildung im besten Sinne stattfinden kann. Einfach formuliert bedeutet es die Abschaffung des Phänomens Bad News are Good News. Die Polarisierung der Gesellschaft wird blockiert. Die Meinungsfreiheit bleibt, gepaart mit dem Schutz der Würde des Menschen und der allgemeinen Menschenrechte. Es ist klar, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben in einer Welt. Wir hängen voneinander ab. Wir sind miteinander verbunden. Die Probleme, die wir in der Vergangenheit hatten, lassen sich nur gemeinsam lösen. Wir sind eine Menschheit. Ja, in was für einer Welt leben wir denn überhaupt? So haben wir gefragt. Und Sie haben es längst bemerkt. Unsere Welt sieht anders aus, als ich es eben beschrieben habe. Es war eben doch eine Fiktion in Teilen. Wir halten die Fragestellung, in was für einer Welt leben wir denn eigentlich, aufrecht. Und ich möchte sie ein wenig abwandeln und jetzt uns alle fragen, ja, in was für einer Welt wollen wir denn eigentlich leben? Zunächst einmal aber möchte ich meine Gratulation aussprechen an all die, die einen Abschluss erzielt haben, die heute ihren großartigen Tag feiern, ein Studium abgeschlossen zu haben, hier an der Hochschule Friedensau. Und viele von den Absolventinnen und Absolventen sind sicherlich auch Kandidaten in unserem Sektor, in dem wir mit ADRA unterwegs sind, ihr zukünftiges Berufsleben zu verbringen. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Sektor der Zivilgesellschaft. Herzlich willkommen im Sektor der Nichtregierungsorganisationen. Damit feiern wir wirklich heute einen Meilenstein auf Ihrem Lebensweg und deshalb ist es heute auch legitim, Sie persönlich weiter zu fragen und, lassen Sie mich auch sagen, etwas zu provozieren, wie mit eben der Beschreibung einer zugegebenen, noch nicht ganz vollständig realisierten Zukunft. Sie müssen sich entscheiden. Wir gestalten diese Welt. Wie werden Sie sie gestalten? Wovon werden Sie sich antreiben lassen? Was gibt Ihnen Kraft? Was gibt Ihnen eine innere Energie, gegen diese Widerstände anzugehen? Das möchte ich Sie heute in diesem Augenblick
in dieser Feierstunde fragen. Was ist Ihr Anker auf dem Karriereweg? Ja, in was für einer Welt wollen Sie eigentlich leben? Mag sein, dass Sie jetzt denken, meine Güte, ist der naiv. Oder wie John Lennon gesungen hat, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Reicht es aus, sich treiben zu lassen zwischen Utopie und Dystopie, zwischen diesen beiden Polen? Mal sind wir dann gut drauf und ein anderes Mal an anderen Tagen werden wir runtergezogen und wissen nicht, wie wir vielleicht unsere Aufgabe, die an diesem Tag ansteht, bewältigen. Sollen wir uns angesichts der Herausforderungen unserer Welt aus diesen Fragen heraushalten? Auch diesen Menschen begegne ich tatsächlich, die die Meinung haben, das geht mich alles nichts an, ich mache mein Ding und sollen doch die anderen sich um die wirklichen Fragen kümmern. Nicht einmischen, bringt ja doch nichts. Sollen doch die anderen. Erlauben Sie mir also jetzt, Ihnen ein paar Kernaussagen zu machen und ein paar Kriterien an die Hand zu geben für einen Segelkurs, als Metapher gesprochen, einen Segelkurs zu skizzieren, der Ihnen helfen kann, auf dem stürmischen Meer irgendwie einen Kurs zu finden oder den Kurs zu halten, für den Sie sich entschieden haben. Schon der Neurologe und Psychologe Viktor Frankl hat uns sehr deutlich gezeigt und nachgewiesen, mit einem begeisternden Ziel, mit einer Vision vor Augen, werden wir stabiler, werden wir resilienter sein. Haben Sie, liebe Absolventinnen, liebe Absolventen, ein solches Ziel vor Augen? Ich möchte Sie ermutigen, sich eine solche Vision, einen Glauben auf die Zukunft ausgerichtet, eine Zuversicht, dass die Geschichte der Menschheit an einem positiven, an einem begeisternden und lebenswerten Ziel ankommt, anzueignen. Es wird ein Anker in unruhigen Gewässern sein. Nun haben Sie ja in Friedensau einen Rucksack voller Wissen erhalten, wie mein Professor damals in Darmstadt gesagt hat. Ein Rucksack voller Wissen, wissenschaftlich fundiert und validiert. Das ist eine wunderbare Sache. Kann aber auch unangenehm werden, wenn der Träger des Wissens meint, die Weisheit gepachtet zu haben. Die Weisheitsliteratur im Alten Testament sagt, sei nicht zu weise, sei nicht zu klug, sei nicht zu fromm, wie andere Übersetzungen übersetzen. Schon in der Antike galt ein Satz, von dem wir nicht genau wissen, von wem er ursprünglich stammt. Wahrscheinlich aber geht er auf Sokrates zurück. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Also ein Bewusstsein dafür, dass unser Wissen Stückwerk ist, wie der Apostel Paulus es ausdrückt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Absolventinnen, liebe Absolventen, nichts ist unsympathischer als ein Besserwisser, der auch noch moralisch auf die Tube drückt mit dem, was er weiß. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem konstruktiven Diskurs kommt, sinkt rapide ab. Und ich weiß, wovon ich rede. Und das sage ich auch aus meiner Erfahrung als Theologe und Pastor. Bewahren Sie sich stets das Handwerkszeug, welches Sie während Ihres Studiums in Friedensau erworben haben. Achten Sie auf die qualitativ guten Quellen Ihrer Informationen. Seien Sie ein Gourmet von gut
belegten und wissenschaftlichen Daten. Unter dem Zeitdruck des Berufsalltages ist es eine echte Versuchung, in dieser Hinsicht oft die Abkürzung zu wählen. Und auch das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie sozusagen das Niveau der wissenschaftlichen Arbeiten, das Sie hier erworben haben, nachhaltig erworben haben. Wir haben gesagt, wir schwanken manches Mal zwischen Utopie und Dystopie. Und ich möchte jetzt zum Ende meiner Vorschläge für Ihren Segelkurs eine dritte Dimension einführen, die notwendig ist, um eine Orientierung dabei zu finden. Nämlich mit der Fragestellung, was ist real? Ständig müssen Sie Situationen und Ereignisse einschätzen und bewerten. Diese sind dann Ausgangspunkte für Entscheidungen und Handlungen. Das gilt natürlich für Ihr Privatleben genauso wie für das Berufsleben. Aber wir wissen, ein Wissensproblem haben wir nicht, wir haben eher ein Umsetzungsproblem. Aber eben auch ein Deutungsproblem. Wie sind die Fakten zu interpretieren? Beunruhigend ist, dass sich in Teilen der Gesellschaft eine Haltung breit macht und es schick zu werden scheint, die wissenschaftlichen Orientierungspunkte grundsätzlich abzulehnen und damit einen gesunden Zweifel an den Fakten gleich mit abzuweisen. Ein großer Fehler. Ich möchte Sie ermutigen, Advokaten für die Wissenschaft zu bleiben und immer weiter auch damit zur Aufklärung beizutragen. In der Wochenzeitung Die Zeit fand ich folgendes Zitat im Kontext eines Themas, welches zwischen Molekularphysikern aktuell wohl kontrovers diskutiert wird. Es geht um den Nachweis der Existenz der sogenannten Quarks, also kleinste Teilchen eines Atoms. Ich zitiere aus Die Zeit, Ausgabe 39, 2020. So stellen Quarks die grundsätzliche Frage, was ist real? Die kürzeste Antwort darauf stammt von dem Science-Fiction-Autor Philip K. Dick. Real sei das, was nicht weggeht, auch wenn wir nicht daran glauben. Ein kluger Satz, der auf viele naturwissenschaftliche Fakten passt. Das Coronavirus etwa verschwindet selbst dann nicht, wenn man es leugnet. In anderen Bereichen aber wird es schwierig, so in der Liebe. Wenn zwei Liebende nicht mehr an ihre Liebe glauben, verschwindet ihre Liebe, auch wenn sie vorher real war. Ähnliches gilt für die Demokratie, die Meinungsfreiheit oder sagen wir den ontologischen Status des Papstes als Stellvertreter Gottes. All diese Realitäten hängen davon ab, ob genügend Menschen an sie glauben und die Quarks. Sie gehören wohl eher zur papstartigen Form der Realität. Solange genügend Physiker an sie glauben, existieren sie. Jedenfalls kann ein einzelner Ketzer ihren Glauben daran nicht erschüttern. Zitat Ende. Ich fasse zusammen. In was für einer Welt leben wir denn eigentlich? Und wir haben gesagt, in was für einer Welt wollen wir denn eigentlich leben? Wir leben, ohne Frage, in einer bewegten Zeit mit großen Herausforderungen. Ich weiß nicht, was Ihnen, liebe Graduierende, Ihr freundlicher Dozent
für die berufliche Laufbahn empfohlen hat. Wir heute in diesem feierlichen Moment, gerade in diesen herausfordernden Zeiten, wünschen und hoffen für Sie, dass Sie eine Vision Ihrer eigenen Zukunft und eine kraftvolle und gestaltungsfähige Vision für die Gesellschaft, in der Sie leben und wirken werden, gewinnen werden. Das wird, wenn ich es theologisch oder auch teleologisch, also zielgerichtet sagen darf, ein attraktiver Adventglaube sein. Der Wortbedeutung nach also ein tiefes Vertrauen darauf, dass wir als Menschheit ankommen werden an dem Ziel. Und der Weg dorthin durch eine Vollendung Gottes realisiert wird, durch die Ankunft Jesu Christi. Bleiben Sie sympathische Advokaten für eine positive Zukunftsaussicht und damit resiliente Realisten im Hier und Jetzt. Seien Sie in diesem Sinne adventistisch. Das ist es, wonach sich die Menschen sehnen, mit denen sie in ihrer zukünftigen Führungsposition zu tun haben werden. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, es braucht unverbesserliche Optimisten, die an eine gute Entwicklung und an ein positives Ziel der Menschheit glauben. Dystopien sind keine Grundlage für Handlungsoptionen, obwohl sie, zugegebenermaßen, unser Nachdenken inspirieren und auch schärfen können. Das ist im Kern und der Wortbedeutung nach adventistisch. Gehen Sie mit einer positiven Erwartungshaltung in die Zukunft. Glauben Sie an die Ankunft einer guten Welt. Bleiben Sie also zuversichtlich durch einen starken Glauben, einen Anker, durch eine starke Vision von einer erstrebenswerten Zukunftsaussicht. Denn die Geschichte der Menschheit wird gut ausgehen und sie wird am Ziel ankommen. Das ist natürlich eine sehr, sehr starke Behauptung, die ich hier jetzt aufstelle. Und wenn wir das so sagen und wenn wir das so überhaupt sagen können, dann muss es uns eigentlich gesagt werden. Wir können uns das nicht selber sagen. Und genau in diesem Schluss möchte ich in diesem Sinne einen Text aus der Heiligen Schrift lesen. Kurz und prägnant, in seiner Tiefgründigkeit durchaus mit Potenzial für eine Erweiterung unserer aktuell eingeschränkten Sicht auf eine attraktive Zukunft. Ein Text aus dem letzten Buch der Bibel. Ein Reden von den letzten Dingen. Wir treiben es auf die Spitze. Ich lese Ihnen den letzten Vers aus der Heiligen Schrift, aus dem letzten Kapitel, den letzten Vers. Und ich lese ihn als ein Segen. Die Gnade des Herrn sei mit allen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Christian Neuke. Vielen Dank für die Musik. Und jetzt kommen wir zu einem Höhepunkt, zu dem, worauf die Graduierenden jetzt sicherlich schon lange warten und gewartet haben, nämlich die Übergabe der Zeugnisse und der Urkunden. Diese werden überreicht durch die Dekane der Fachbereiche für das christliche Sozialwesen von Herrn Professor Thomas Spiegler und für die Theologie von Herrn Professor Stefan Höschele. Im unmittelbaren Anschluss daran werden einige Preise überreicht. Zunächst der Preis des Akademischen Austauschdienstes, DAAD, von Herrn Spiegler überreicht. Dann der Sparkassenpreis hier aus Burg von der Frau Völz überreicht. Und dann die Herbert-Blomstedt-Preise, zunächst für Theologie von Herrn Höschele überreicht und dann für die Musik von Frau Fischer überreicht. Zu dieser Zeremonie kommen wir jetzt. Ich bitte zunächst den Herrn Kollegen Höschele nach vorne. Ja, liebe Absolventinnen und Absolventen, das ist euer Zeitpunkt. Wir bitten euch, eine nach der anderen und einer nach dem anderen nach vorne zu kommen, wegen der Umstände, die wir nun ja allgemein kennen. Und auch wenn der Abstand dieses Jahr ein bisschen größer ist, ist die Herzlichkeit doch nicht geringer. Ich rufe zunächst die BA-Absolventinnen und Absolventen auf und die erste ist Eliana Sophia Dullinger. Ich bitte um Applaus. Ein schöner Applaus, ein langer Applaus. Eliana, herzlichen Glückwunsch. Ich überreichte das so über die Ferne und freue mich mit dir. Eliana studiert weiter im Master. Schön, dass du noch einige Zeit uns erhalten bleibst. Den zweiten Namen war ich versucht, gemeinsam mit dem ersten aufzurufen. Er endet nämlich auch in Dullinger, Sean Patrick Dullinger. Und für die, die es nicht wissen, weil sie hier vielleicht Gäste sind, Sean ist seit einiger Zeit Elianas Ehemann. Und das ist also ein ganz besonderes Jahr mit BA-Graduierung. Du bist schon weiter im MA und wir freuen uns ebenso, dass wir dich hier behalten dürfen, noch ein bisschen. Herzlichen Glückwunsch. Der dritte Absolvent ist Roland Stieger in Absentia. Ein Absolvent in Absentia, der weiterhin bei uns im Master studiert und auch ihm wollen wir wenigstens einen kurzen Applaus geben. Und ich freue mich nach vorne zu rufen, Katrin Taraba. Katrin, herzlichen Glückwunsch. Ich darf auch noch etwas sagen, nach reiflicher Überlegung hast du beschlossen, den Master zu studieren. Darüber freuen wir uns natürlich auch sehr. Nun kommen wir zu drei Absolventen in Absentia. Das ist zunächst Dominik Weber. Dominik Weber hat das Spätberufenprogramm durchlaufen und er arbeitet bereits in Nordrhein-Westfalen als Pastor. Applaus bitte.
Und bei den Absolventen des deutschsprachigen Masterprogramms haben wir zwei, die leider auch in Absentia graduieren. Sie sind beide schon seit einiger Zeit weg und haben im Laufe des Jahres dann alles vollendet. Manuel Mudrich, der in Hessen mit Familie wohnt. Applaus bitte. Und Marc-Aurel Nährlich, oder für die, die ihn unter dem Spitznamen Spuni kennen. Er wohnt in Magdeburg, arbeitet dort als Pastor. Ich werde mal auf Englisch weiterreden. This year we have the special joy of welcoming a group of students who are not known to most of us on this campus, but who have studied hard for many years alongside their job as pastors in Croatia and neighboring countries. We are so happy that the first group of people is graduating from this program. Last year we had one who had accelerated his speed and was the precursor, and this time a whole group of Master of Theological Studies graduates from Croatia, from the Croatia cohort, has arrived, and we are happy to celebrate with them their success in achieving a master's. In fact, this cooperation with the Adventist College in Maruševec was a very successful one. It went in a very organized way, and the cooperation and coordination and communication was great. So we are very grateful even to the administration of that college of making everything smooth. Once upon a time, it was our colleague Igor Lorenzin, who is now a New Testament lecturer here, who was the dean there at the time, who was the main contact to initiate this, and we are grateful for these good years of cooperation. Now, you also enriched our university by adding several countries to the list of our graduates. The first two are from Macedonia. They are graduating in absentia, Mihailo Gurev and Dehran Haidar. Applause. But four others have actually come all the way from Croatia, and I'm asking you to come forward one by one, and we'll celebrate with you. Mišo Havran. Mišo, congratulations, God bless you, and I guess you work as a pastor. Yes. Do you tell us where? In Pula. Yes. God bless you. Thank you. Congratulations. I'm calling upon Dario Kovacevic. Congratulations. How does it feel to be a master now? Great. where do you work? I work in Zagreb 7 years, and I'm now in Slavonia, one part of Croatia, and I work 17 years in like pastor. Wow, great. Congratulations. Double congratulations. Please, Anton Matej Lukšić, come and join us. Congratulations. And do you want to tell us something about yourself? I'm working now in Zagreb as a director of youth and children ministries. Praise the Lord. God bless you. Congratulations.
and Marco Zecco. Please come forward. Congratulations, brother. Thank you that you have come to our graduation. Where do you work? What do you do in your life? I work for 9 years, actually 10 years. I work as a pastor. I work in Split, Dalmatia. Yes. I guess people will want to visit you. You're God bless you. Congratulations. And finally, we have one more graduate in absentia, Petar Traparic. Petar is from Serbia, so we really have a colorful group of graduates. Thank you very much for coming all the way. Es ist mir eine Freude, jetzt für die Absolventinnen und Absolventen des Fachbereichs Christliches Sozialwesen die Urkunden überreichen zu dürfen. Auch wenn ich die Urkunden überreiche, dahinter steckt viel Arbeit, die ihr selbst geleistet habt und jede Menge Begleitung, Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen, die euch durch dieses Studium mitgetragen haben. Wir vollziehen das jetzt in genauso individualisierter Art und Weise, wie die Theologen das vorgemacht haben. Mit einem Bachelor in Gesundheits- und Pflegewissenschaften graduiert Elena Herzog. Herzlichen Glückwunsch, Elena. Elena arbeitet in ihrem Bereich in der Notaufnahme eines Unfallkrankenhauses. Mit einem Bachelor in sozialer Arbeit graduiert Paula Scharf. Herzlichen Glückwunsch, Paula. Paula arbeitet im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in einer Wohngruppe in Magdeburg. Mit einem Master in Counseling graduiert Thorsten Schramm in absentia. And now we have the graduates from the master's program in international social sciences. The first one is Isaac Ajay. Isaac, congratulations. Isaac is going to stay 1 year longer here at the university with his scholarship, and he will work as an academic assistant and plans to prepare a PhD proposal. All the best. Swatwa Adu. Congratulations, Adu. Adu plans to join an NGO to work in the field of conflict and disaster management. Daniel IT.
Congratulations, Daniel. Daniel is currently looking for a place to do his PhD, and he's one of the founders of an NGO that addresses a specific situation of international students in Germany. Welcome. Magdalene Biener in absentia. Jose Tutu Bonzu. Congratulations. Tutu is at the moment looking for job opportunities here in Germany. Eben Esa Gode. Congratulations, Eben Esa. Eben Esa is at the moment working in Berlin and he's looking for job opportunities in Ghana. Amy Lain. In absentia. And also in absentia, Kam Ching. Wilfried Limo. Congratulations. Wilfried graduated already a couple of months ago. He worked for refugees with the Johanniter Unfallhilfe at Bochum, at Life Jugendhilfe, and at the moment he's working as an educator in a kindergarten. Raphael Mensa. Raphael plans to join an NGO and he would like to work in the field of gender empowerment. Na Roda Yinma Tein in absentia. Nancy Vanya. Congratulations, Nancy. Nancy is at the moment working in her profession as a nurse in Magdeburg, and she plans to start her PhD in the coming year. Tarik Hoover Wolde Manuale. Congratulations, Tarik Hoover. Tarik Hoover is going to continue her work in the field of social work in Germany. Mit einem Master in Sozial- und Gesundheitsmanagement graduieren, Anton Busch in absentia.
Franziska Hagemann in absentia. Antonia Jankovic. Herzlichen Glückwunsch, Antonia. Antonia strebt auch eine Stelle bei einer NGO an, vorzugsweise im medizinischen Bereich. Last but not least, in absentia Liliana Wolny. Each year, Friedensau Adventist University awards a DAAD prize on behalf of the German Academic Exchange Service to one of its international students. To qualify for this award, students should have excellent grades and also be involved in voluntary work within or outside the campus. This year, this prize is awarded to one of our students from the master's program in International Social Sciences, who is doing well in all these requirements. The first point is very easy to prove. His final grade on his certificate is the best of all the students who graduated today in his master's program. He read a lot for his studies, and he was able to turn this into interesting and valuable contributions to the classroom discussions. It is not that everything was easier for him, but he worked a little bit harder and learned faster from mistakes than others did. Moreover, his fellow students benefited from this, as he never hesitated to support them when help was needed, for example, in writing up the papers. And when we had guest researchers on the campus for a couple of months, he cared very well for them, voluntarily. The DAAD Prize 2020 is awarded to Isaac Ajay. Please come up. Dear Isaac, with this prize we honor your achievements, the work you have done, the way you dedicated yourself to others. We wish you all the best, and we are glad that you are working with us for 1 year more now. All the best. My mistake. Okay, thank you very much. First, I must say it's an honor to be in Friedensau. Sorry. I think what I would like to say is, like Professor said, hard work pays. So, for being here, I dedicate this DAAD award to a very important person in my life, my uncle, who lives in the U.S., called Nana Ajay. When I was a kid, he always told me to work hard. Wherever I find myself, I should work hard. Now, coincidentally, his values are also the same as in Friedensau: commitment to duty, hard work, and then success follows. So I dedicate this award to him
Unfortunately, he wanted to be here, but Corona in US is something else. So, and then to my fellow graduates, I think everybody deserves this award. So as we venture into the work of world relationships, one thing I would like everybody to note that the values that Freelancer have inculcated in us, community living, working hard, and then having service to humanity, should always lead us as we venture into the world of work. Thank you. Wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut. Diese Weisheit hat Wilhelm Busch uns hinterlassen. Es gibt jemanden, der weiß wohl, wie er für sein inneres Gleichgewicht sorgt und sich gleichzeitig für andere einsetzt und damit sich manchen Unannehmlichkeiten aussetzt, die das auch mit sich bringt. Es ist mir eine große Freude, den Sparkassenpreis in diesem Jahr an Tobias Nitsche aus dem Bachelor Soziale Arbeit zu übergeben. Tobias. Die Sparkasse Jerichoer Land verleiht diesen Preis jedes Jahr an Studierende aus Friedensau für besonderes soziales Engagement und gute Leistungen. Beide Kriterien erfüllt Tobias in beachtlicher Weise und wir freuen uns mit ihm für diese Anerkennung. Tobias, wir wünschen dir für das letzte Drittel deines Studiums weiterhin alles Gute. Viel Erfolg. Dankeschön. Auch die folgenden Preise sind Preise, die mit einer Geldsumme dotiert sind, 500 Euro. Das Geld ist aber nicht das Wichtigste, sondern die Ehre dabei. Denn diese Preise sind benannt nach einem Förderer und weltweit bekannten Dirigenten, Förderer der Hochschule, Herbert Blomstedt. Leicht vergessen wird, dass auch seine Frau in dem Preis drinsteckt. Also Herbert und Waltraud Blomstedt Preis. Es gibt derer Preise zwei, einen für Theologie und einen für Musik. Verliehen werden sie gewöhnlich alle zwei Jahre. Und auch dieses Jahr wird der Theologiepreis verliehen, leider in absentia, aber der Grund ist ein ganz einfacher. Wir wollen diejenigen, die in den Zwischenjahren graduieren, nicht auslassen und vergessen und manchmal sind die stellaren Leistungen einfach in den Jahren geleistet worden, wo die Person nicht mit in der graduierenden Gruppe ist. Der Preis wird also an anderer Stelle dann nochmal mit Foto vergeben. Heute wird nur verkündet, dass der Theologiepreis, Blomstedt-Preis 2020 an Daria Schneider vergeben wird. Daria Schneider lässt die Versammlung grüßen. Sie ist Pastorin in München und sie hat letztes Jahr graduiert. Daria hat durch ihr gesamtes Studium hindurch, aber eben auch im Master überragende Leistungen gezeigt und das auch in ihrer These, die ich noch einmal zitieren darf, das Thema Friedensauer Hochschulpredigten 2017, adventistisch, vielfältig, hörernah. Sie war wirklich überragend zensiert worden und wer bei der Disputation damals dabei war, konnte es nicht lassen, mit sehr beeindruckt von dannen zu gehen.
freue mich als stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Friedensaus sehr, nun ebenfalls den Herbert und Waltraud Blumstedt-Preis zu überreichen, nämlich für Musik. Es war dieses Jahr sehr schwer, einzelne Personen, einzelne Preisträger auszuwählen. Wir haben in Friedensau einige Studierende, die sich auf sehr hohem Niveau einbringen. Deshalb hat der Leiter der Musikabteilung, Sebastian Kuhle, finanziell ein bisschen nachgeholfen. Und zwar, und dann können wir heute einen Preisträger und zwei Preisträgerinnen auszeichnen. Ich bitte euch nun nach vorne zu kommen. I ask you now to come forward. Tut ein bisschen überrascht, dann fällt es nicht auf, dass ihr schon Bescheid wisst. Just look a little surprise. Ja. Wir müssen noch ein bisschen weiter auseinander gehen. Genau. Ich fange an bei Lea. Ihr habt sie heute schon gehört. Lea ist in Friedensau, sie studiert hier soziale Arbeit. Und sie studiert nicht nur, sondern sie spielt zum Ausgleich auch Bratsche. Und Geige, aber auch Bratsche, ne? Auch Bratsche, da wusste ich es doch. Und da eine Bratsche nicht so gern alleine ist, wird sie von dem Klavier von Melanie Barr begleitet. Melanie studiert in Counseling und wir hören sie sehr oft, die beiden zusammenspielen. Sie sind ein gut eingespieltes und sehr gefragtes Team. Wir haben gestern von einer Studentin gehört, dass sie in Friedensau gelernt hat, Nein zu sagen. Ich bin aber doch froh, dass es Studenten gibt, die öfter Ja als Nein sagen. Ob Gottesdienst, ob Schabbat, Shalom, Hochzeiten, Trauerfeiern, sie engagieren sich in sehr hohem Maße. Vielen Dank hierfür. Und nun würde ich gerne in Englisch weitermachen. Mark Ato Banyako. He's studying international social science. Mark is an all-round musician. He can play classic pieces and he can improvise, he can accompany, he can play by himself. And not only the piano, but also on the organ. What I like about him is the joy with which he makes music. In some pieces, he is highly concentrated. In others, he looks and it's his surrounding while playing. And in others, he can hardly keep sitting on the piano chair and he radiates so much joy that I'm always fascinated. Thank you for your commitment, and we are glad that you are here in Friedensau. Liebe Graduierende und liebe Preisträger und Preisträgerinnen, ihr könnt euch jetzt ganz entspannt zurück.
zurücklehnen, wenn es denn eine Lehne gäbe, jedenfalls innerlich zurücklehnen und noch einigen Grußworten lauschen, die euch mit auf den Weg gegeben werden, die euch begleiten sollen. Wir freuen uns sehr, dass wir einige Grußworte jetzt hören werden. Zuerst ein Grußwort von Herrn Staatssekretär Dr. Jürgen Ude als Vertreter für das Wissenschaftsministerium unseres Landes. Im Anschluss daran ein Grußwort von Herrn Werle Dullinger, dem Präsidenten unserer Freikirche in Süddeutschland. Das Grußwort der Hochschule spricht heute unser Dozent für biblische Sprachen, Herr Dr. Wernfried Rieckmann. Und dann zum Schluss ein Grußwort für die Studierenden von dem scheidenden Vorsitzenden des Studierendenrates, Herrn Henry Hase. Ich bitte nun zunächst den Herrn Staatssekretär. Ja, sehr geehrter Präsident Dullinger, sehr geehrter Professor Fischer, liebe Herren Dekane, lieber Herr Landtagsabgeordneter Kurze, ja und vor allen Dingen erstmal liebe Absolventinnen und Absolventen hier in Friedensau, liebe Eltern und vielleicht auch die, die nicht dabei sein können, ich glaube per Internet, Teams, Works, WebEx, wie sie auch immer heißen heute, seien Sie herzlich willkommen hier heute in Friedensau. Ja, als Staatssekretär für Wirtschaft und Wissenschaft ist es mir eine besondere Ehre, heute hier diese Feierstunde begrüßen zu dürfen und auch teilnehmen zu dürfen. Und gerade warum Wirtschaft und Wissenschaft und der Festredner, der wirklich sehr interessante Diskussionen aufgebracht hat, passt auch irgendwie zusammen zu diesem Thema. Und ich glaube, das war eine sehr schöne Botschaft, die Sie übermittelt haben. Vielen Dank nochmal für Ihre wirklich faszinierende Rede in dieser Runde hier. Ich möchte aber auch die Grußworte meines Ministers, Professor Armin Willimann, übergeben, der als ehemaliger Rektor einer Hochschule für angewandte Wissenschaften gerne dieses Grußwort heute übernommen hätte, aber er lässt sich aus persönlichen Gründen entschuldigen und ich übernehme deshalb die Grußworte sehr gern. Ich freue mich besonders, dass heute Absolventinnen und Absolventen verschiedener europäischer, asiatischer und afrikanischer Nationen nun ihren akademischen Grad verliehen bekommen haben und damit die erfolgreiche Bewältigung eines sehr wichtigen Lebensabschnittes feiern können. Und da wir nun die Grußworte halten, kann ich sagen, ich war sehr beeindruckt, wie die Zusammengehörigkeit hier gefeiert wurde bei der Übergabe letztendlich ihrer Bescheide, aber letztendlich auch ihrer Prämien und Preise. Wirklich eine ganz tolle Verbundenheit hier. Das hat mich sehr beeindruckt. Internationalität ist ein guter Gradmesser für die Sozialstruktur und Kultur einer Gesellschaft. Und hierbei, lieber Professor Fischer, leistet die Theologische Hochschule Friedens aber einen sehr guten, ich würde sagen exzellenten Beitrag, uns ein kompetenter Partner und Impulsgeber für die Region und auch ein willkommener Partner in unserer Hochschulrunde. Hochschulen in Sachsen-Anhalt ziehen seit Jahren viele Studierende aus dem Ausland an. Und wenn ich die Zahl sage, hat sich sehr gesteigert. Von über 20 Jahren haben wir mit 3.000 begonnen. Heute haben wir mit unseren Hochschulen gemeinsam auch mit Friedensau zusammen 8.500 Auslandsstudierende. Und der Hinweis auf Corona-Pandemie ist gegeben, weil Professor Fischer, wir hatten uns gerade unterhalten, das Thema ist, ja, wie wird die Studienzahl sein, die letztendlich kommen wird und wie müssen wir uns darauf einstellen, auch vielleicht neue Formen ansetzen, um hier Studierende nach Friedensau herzubekommen. Gestiegene Zahlen sind Ausdruck für weltoffene und attraktive Hochschulen hier bei uns im Land und sind auch für uns, für die Wirtschaft wichtig, ein Wettbewerbsvorteil. Und an Ihrer Hochschule hier studieren viele Menschen unterschiedlicher Herkunft und engagieren sich in vielfältigen Programmen und Projekten für Toleranz, Dialog und Verständigung. Sie alle verbindet ein Ziel, gemeinsam in Vielfalt miteinander leben, sich austauschen und voneinander lernen zu können. Nur im interkulturellen Dialog kann Verständnis füreinander geweckt werden. Kulturelle Vielfalt ist eine Bereicherung und stellt keine Gefahr dar, also auch keine Gefahr, wie manche behaupten wollen. Hochschulen leben dies und wollen junge Menschen nicht nur für ihre spätere berufliche Tätigkeit optimal qualifizieren, sondern, und das ist, glaube ich, für uns sehr wichtig, auch zu Weltbürgern heranbilden. In diesem Sinne sind Hochschulen der Zukunft und so wie hier in Friedensau Hochschulen der Welt
und für die Welt. Wissenschaftskarrieren während internationaler und Forschungskooperationen finden mehr und mehr auf internationaler Ebene statt. Das ist auch eine große Chance für Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, die hier in Friedensau studiert haben. Hochschulen haben erkannt, dass es im internationalen Wettbewerb um Spitzenkräfte notwendig ist, die Attraktivität des eigenen Wissenschaftsstandes zu steigern und aktiv für Studien- und Forschungsmöglichkeiten im Ausland zu werben. Wachsende Interkulturalität der Studierendenschaft und Wissenschaftler muss konstruktiv genutzt werden. Dazu gehören nicht nur attraktive Karriereangebote, sondern auch darauf ausgerichtete gastfreundliche Rahmenbedingungen und Betreuungsangebote, damit sich international Studierende aufgenommen und wohlfühlen. Lassen Sie das mich mit einem Max-Planck-Zitat begründen. Die Endlosigkeit des wissenschaftlichen Ringens sorgt unablässig dafür, dass dem forschenden Menschengeist seine beiden edelsten Antriebe erhalten bleiben und ihn immer wieder von Neuem angefacht werden: die Begeisterung und Ehrfurcht. Gemeint ist damit die Begeisterung für das Neue und die Ehrfurcht vor anderen, und hier meine ich auch vor anderen Kulturen. Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen, vor Ihnen steht nun eine spannende Zukunft. Wo auch immer Sie Ihren Werdegang fortsetzen werden, vergessen Sie nie, was Sie schon erreicht haben. Nicht das Ziel ist das Schönste im Leben, sondern der Weg dahin mit all seinen Facetten. Und vor solchen Wegen, die Sie weiterhin fachlich und auch privat bereichern, wünsche ich Ihnen besonders viele. Auch dazu zum Abschluss ein kurzes Zitat, beschrieben des Schriftstellers John Ruskin, der sagte: Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir da bekommen, sondern das, was wir werden. Wir haben alle unsere Stärken, unsere Schwächen. Verbessert man seine Schwächen, wird man maximal mittelmäßig. Stärkt man jedoch seine Stärken, wird man einzigartig. Und wer denkt, ich müsste so sein wie die anderen, ein kleiner Trost, andere gibt es schon genug. Möge die Begeisterung für die Wissenschaft alters gestärkt werden und nie nachlassen. In diesem Sinne möchte ich mich bei allen Mitwirkenden hier heute an dieser Feierstunde bedanken und wünsche Ihnen, liebe Absolventen, Absolventen, einen tollen Weg in die Zukunft. Vielen Dank. Ja, werte Ehrengäste, liebe Angehörige, liebe Graduierende, es wurde heute schon ein paar Mal gesagt, es ist geschafft. Mit der Graduierung heute beschließen Sie, und zwar erfolgreich, Ihr Studium. Und Ihre Angehörigen, zu denen ich ja heute in zweifacher Weise auch gehöre, sind wahrscheinlich sehr stolz auf Sie. Und zwar mit allem Grund. Scheint doch die Investition der letzten Jahre in Sie von Erfolg gekrönt gewesen zu sein. Auch von Seiten der Freikirche, die Trägerin dieser Hochschule ist, gratuliere ich Ihnen ganz herzlich. In der Vorbereitung auf dieses Grußwort habe ich mich zweier Fertigkeiten bedient, die ich im Laufe meines beruflichen Lebens immer weiterentwickelt habe. Die eine ist Prokrastination, das konnte ich schon als Student ganz hervorragend. Und die zweite ist Googlen. Das kam geburtsdatumsbedingt immer etwas später dazu. Also zuerst einmal all die wichtigen Dinge gemacht, bevor man sich ans Grußwort setzt: Auto waschen, Gartenmüll wegbringen und Posteingang sortieren, um dann auf der Suche nach Inspiration nach Reden zur Graduierung zu googeln. Nur um festzustellen, da war keine dabei, die zu uns hier passt. Und so möchte ich Ihnen heute Morgen ein Wort mit auf den Weg geben, das mir schon seit einigen Jahren wichtiger Begleiter durchs Leben geworden ist. Es stammt von Doug Hammarskjöld, dem UN-Generalsekretär, der in den 50er Jahren, in der heißen Zeit des Kalten Krieges, versucht hat, diese Welt zusammenzuhalten und vor der ultimativen Katastrophe zu bewahren. In seinem Buch Markings schreibt er folgende Worte:
Ich weiß nicht, wer oder was die Frage gestellt hat. Ich weiß nicht einmal, wann sie gestellt wurde, und ich erinnere mich nicht einmal daran, sie beantwortet zu haben. Aber in irgendeinem Moment antwortete ich Ja zu irgendjemand oder irgendetwas. Und von dieser Stunde an war ich sicher, dass mein Leben sinnvoll ist und aus diesem Grund mein Leben in Selbstaufgabe ein Ziel hat. Ein Wort, das mich persönlich sehr berührt hat und seitdem begleitet. Ich denke, darum geht es letztendlich. Die entscheidende Frage zu hören, die einem das Leben stellt, und sein ganz individuelles Ja darauf zu finden. Auch die Bibel erzählt davon, dass Gott auf seine Frage, die ihm das Universum und das Leben und die Menschheit gestellt hat, schon längst mit Ja geantwortet hat. Der Apostel Paulus schreibt in einem Brief an die Gemeinde in Korinth, dass Jesus Christus nicht Ja und Nein war, sondern dass in ihm Gottes Ja in diese Welt gekommen ist. In Christus sagte Gott Ja zu dieser Welt, zu mir, zu jedem Menschen, der hier lebt. Und weil bereits ein anderer dieses bedingungslose Ja zu mir gesprochen hat, darf ich mich auf die Suche nach meinem ganz individuellen Ja machen. Und ich denke, liebe Graduierende, mit der Wahl Ihres Studiums haben Sie bereits einmal dieses Ja gefunden. Denn ich gehe stark davon aus, dass Sie Ihren Studiengang, ob Theologie, soziale Arbeit, Gesundheitsmanagement, Sozialwissenschaften oder Counseling, nicht wegen der hervorragenden Karriere- und Verdienstchancen, der Familienfreundlichkeit und der günstigen Arbeitszeiten gewählt haben. Wenn das Ihre Motive waren, muss ich Ihnen sagen, da hätte es bessere Möglichkeiten und Studiengänge gegeben. Ich vermute, dass Sie diese Studiengänge gewählt haben, weil Sie in Ihrer zukünftigen beruflichen Tätigkeit einen sinnhaften Unterschied im Leben von Menschen, Kirche und Gesellschaft machen möchten. Weil es für Sie ein gutes, eigenes Leben eben mehr bedeutet als mein Titel, mein Haus, meine Yacht und mein Auto. Und wenn das der Fall ist, haben Sie eine gute Wahl getroffen. Das kann ich zumindest aus meiner Erfahrung Ihnen heute sagen. Und jetzt ist es Zeit, das, was man gelernt hat, was man erarbeitet hat, was man in Theorien durchdiskutiert hat, in die Praxis umzusetzen. Und wie der Herr Staatssekretär schon sagte, eine spannende Zeit liegt da vor Ihnen. Aber an der Stelle möchte ich allerdings auch noch einen kleinen Warnhinweis mit auf den Weg geben. Kirche, soziale Arbeit, Entwicklungsarbeit, das sind nicht gerade die Felder der schnellen Erfolge und der schnellen Ergebnisse. Eher das Gegenteil. Und es wird Zeiten geben, in denen Sie sich die Frage stellen, was mache ich hier eigentlich und warum gebe ich mir das Ganze hier eigentlich? Einige kennen die Frage wahrscheinlich schon auch aus dem Studium, wenn eine Hausarbeit abzugeben wäre oder der Termin für eine These näher rückte. Es ist tatsächlich so, in unserem Feld sind die Dinge manchmal schwer zu verändern. Und auch unsere Klienten, die Menschen, um die wir uns bemühen, sind häufig alles andere als dankbar oder gewillt, ihr Leben zum Besseren zu wenden. Jemand sagte mir einmal, dass für einen Pastor, eine Pastorin, Erzieherin, Sozialarbeiter, Erwachsenenbilder und Therapeuten eine der wichtigsten Eigenschaften eine hohe Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz sei. Und von daher wünsche ich Ihnen heute, dass im Lauf Ihres beruflichen Werdegangs Sie sich immer wieder an diese Frage erinnern, die Ihnen das Leben gestellt hat und auf die Sie mit Ja beantwortet haben und die Ihr Leben sinnvoll macht. Als Freikirche investieren wir einen nicht unerheblichen Teil unserer Spendenmittel in diese Hochschule. Manchmal stellt man mir die Frage, lohnt sich das denn überhaupt? Und wenn ich hier in die Runde schaue, muss ich sagen, ja, jeder Euro. Denn ich sehe hier nicht nur eine Gruppe gut ausgebildeter Menschen, fachlich versiert, sondern auch Menschen, die überzeugt sind von Werten, die unsere Welt so dringend braucht. Es ist mehr denn je an der Zeit, dass wir heute gemeinsam Mauern der Ignoranz und Engstirnigkeit einreißen. Dass wir gemeinsam handeln im Sinn einer multilateralen und globalen Welt. Die erfolgreichsten Teams auf dieser Erde sind nicht die mit den stärksten, mit den schlausten, mit den schnellsten und durchsetzungsstärksten Mitgliedern. Es sind die Teams mit Menschen, die sich dazu verpflichten, gemeinsam
weiterzukommen und die selbstlos aufeinander achten. Und ich hoffe, dass Sie in Ihrem Studium mit solchen Menschen arbeiten konnten und diese Erfahrung mit in Ihren beruflichen Alltag nehmen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, egal welche Position wir im Laufe unseres Berufslebens einmal innehaben werden, verdienen tun wir alle nur den Plastikbecher und nicht das Porzellan. Und wer sich dessen irgendwann einmal nicht mehr bewusst ist, bei dem, denke ich, ist gehörig etwas schiefgelaufen. Und so hoffe ich, dass Sie heute nicht nur eine exzellente Ausbildung von hier mitnehmen, sondern auch den Geist und die Werte, für die diese Institution steht. Und wünsche Ihnen von Seiten der Freikirche noch einmal alles nur erdenklich Gute für Ihre Zukunft. Vielen Dank. Sehr geehrte Anwesende, liebe Graduierte, ihr habt es geschafft. Als Lohn für Fleiß und Mühen in den vergangenen Jahren haltet ihr die ersehnten Urkunden in der Hand mit Diplomas. Dahinter stehen akademische Leistungen. Behind die Anerkennung Academic Achievements. Daher gratulieren wir euch als Lehrende eurer Alma Mater auf das Herzlichste. Congratulate you from Für den Blick zurück und nach vorn möchte ich die Chance auf eine ungewöhnliche Metapher nutzen. I like to use the opportunity to use Sie entstand einem Forschungssegment, das unsere Hochschule international repräsentiert und mit ihr untrennbar verbunden ist. Internationally. Auch meine Arbeit hat dieser Wissenschaftszweig nachhaltig geprägt. Und deshalb sei mir die etwas überraschende Formulierung erlaubt. Ihr habt das tiefste Niveau erreicht. Bis zu dem ein Archäologe im Verlauf der Grabung vordringen will. Ihr seid gewissermaßen auf dem gewachsenen Felsen angekommen. Weiter geht es nicht. Semester für Semester habt ihr euch in dem abgesteckten Areal von einem Stratum zum nächsten in die Tiefe vorangearbeitet. Am Beginn der Grabungskampagne haben wir euch in den Gebrauch der spezifischen Werkzeuge und in bewährte Arbeitsmethoden eingeführt. Doch ihr habt sie dann selbstständig voller Eifer und Entdeckungsfreude angewendet. Eure Anstrengungen brachten wertvolle Funde ans Tageslicht. Jeder von euch hat sozusagen eine beachtliche Kollektion von Artefakten aus Keramik, Stein, Glas, Metall, nicht zuletzt Knochen, Holzkohle und als begehrteste Trophäen Münzen oder Inschriften zusammengetragen. Symbolisch steht diese bei weitem unvollständige Aufzählung für das studentische Pflichtprogramm aller Lesenachweise, Präsentationen, Seminararbeiten, Praktika, Prüfungen in eckigen Klammern, Graecum und Hebraicum und schließlich die Thesen. Zur Kür gehören euer beharrliches Nachfragen in Lehrveranstaltungen, die Diskussionsbeiträge, die eigenständigen Forschungen und so weiter und so fort. Einen ganz hohen Stellenwert haben eure Aktivitäten, die das musische, kulturelle und geistliche Leben auf dem Campus bereichert haben. Natürlich hinkt der Vergleich an dieser Stelle.
Archäologische Funde können innerhalb des Grabungsprozesses nicht organisiert werden, wie ein anspruchsvolles Studienprogramm. Summa summarum, für diese gesegnete und bereichernde gemeinsame Zeit sagen wir euch von ganzem Herzen Dank. Die guten Wünsche des Lehrkörpers, der akademischen Verwaltung und der Servicebereiche für eure Zukunft füllen symbolisch sämtliche Schubladen und Schubkarren des archäologischen Grabungsprojektes. Aus Zeitgründen kann ich nur ganz wenige herausgreifen und das geschieht auch äußerst subjektiv. Wenn euch zukünftig im Rahmen eines neuen Forschungsvorhabens ein Square mit den exakten Maßen 4x4 Meter zugewiesen wird, dann wünschen wir euch, dass rechts und links neben euch sowie vor und hinter euch freundliche und hilfsbereite Teammitglieder und Verantwortungsträger arbeiten und auf den ersten Schritten wohlwollend begleiten. Wenn ihr erfolgreich in das Projekt eingearbeitet seid und einen tieferen Einblick in Strukturen und Horizonte gewonnen habt, dann wünschen wir euch, dass ihr weise Entscheidungen treffen könnt und dafür Sensibilität entwickelt. Ob nämlich in einem bestimmten Stadium vorsichtig mit Skalpell und Feinpinsel weitergearbeitet wird oder nur die Spitzhacke alte Verkrustungen aufzubrechen vermag oder gar ein Vorderlader ausreichend Platz für neue Vorhaben schaffen kann, das muss sorgfältig abgewogen werden. In Rirbet Balua, dem archäologischen Forschungsprojekt Friedensaus in Jordanien, sind alle drei Methoden angewendet worden und haben dann auch die gesteckten Ziele erreicht. Wenn euch die Tretmühle des Grabungsalltags aus Staub, sengender Hitze und eintöniger Arbeit zu schaffen macht, dann wünschen wir euch interessante Funde, die die Routine unterbrechen. Das werden Menschen sein, die euren Weg kreuzen und bereichern, vielleicht auch herausfordern. Und wiederum versagt das Bild der Archäologie, weil es eben nicht um tote Hinterlassenschaften längst vergangener Gesellschaftsformen geht, sondern um lebendige Zeitgenossen. Und ein letzter damit verbundener Aspekt. Im Rahmen der Grabungskampagnen haben sich mir die Begegnungen mit Menschen am tiefsten eingeprägt in ihrer Alltagskultur, auf engstem Raum im Grabungsareal, im Beduinenzelt, während der Mahlzeiten, in Gesprächen über das Gottvertrauen in unterschiedlichen Religionen. Die Türen zu solchen Erlebnissen standen weit offen, sobald man sich in die spezifischen Umgangsformen fremder Kulturen unvoreingenommen hineinführen ließ, selbst wenn die eigenen Geschmacksnerven dabei ein wenig strapaziert wurden. Der heutige Festredner wird das bestätigen können. Christian. Wenn derartige Herausforderungen in eurem Berufsleben auf euch warten, wünschen wir euch Mut und Offenheit für ungewöhnliche Begegnungen, seien es Menschen mit Migrationshintergrund oder Landsleute aus gesellschaftlichen Randgruppen. Auf diese Weise wird es möglich sein, Zeichen der Hoffnung zu setzen. Auch im Sinne der Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am Freitag zum Gedenken an den Anschlag auf die Synagoge in Halle vor einem Jahr. So kann Friedensau Perspektiven für die Zukunft eröffnen.
Und damit kein Wunsch aus diesen Schubkarren vergessen wird, kulminieren alle übrigen in dem einen. Möge Gottes Segen euch stets begleiten. Und noch einmal danke für die gemeinsame Wegstrecke mit euch. Danke. Verehrter Herr Staatssekretär, liebe Hochschullehrer und Absolventen, liebe Hochschulgemeinschaft, sehr verehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass ich noch einmal nach 2 Jahren als Sprecher der Studierendenschaft und auch zum Abschluss meines Theologiestudiums heute vor euch stehen darf. Die Covid-19-Pandemie hat das Campusleben verändert. Corona hat uns im Umgang miteinander ein Stück Leichtigkeit genommen. Unsere Verwundbarkeit wurde offensichtlich. Pläne und Ziele mussten geändert und überdacht werden. Für die Studierenden zählen solche Korrekturen jedoch zur Normalität. Die Sorge vor dem Versagen erzwingt hin und wieder einen Kurswechsel. Und mitunter die Überarbeitung einer These, von der man annahm, dass sie ordentlich verfasst worden wäre. Um diesem Versagen zu entgehen, knüpft man Verbindungen zu Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit Dozentinnen und Dozenten. Solche Netzwerke helfen, die Aufgaben übersichtlicher und greifbarer zu gestalten. So lässt sich die Gefahr des Scheiterns minimieren. Man versucht, die Komplexität des Lebens zu umgehen, indem man das Leben als eine Checkliste betrachtet. Und dennoch ist es unvermeidbar, dass Fehler passieren, auf der fachlichen wie auf der zwischenmenschlichen Ebene, unter den Studierenden und unter den Lehrenden. Im Umgang mit Fehlern zeigt sich charakterliche Stärke des Einzelnen. Der Unternehmer Andrew Carnegie hatte einen Manager angestellt, der eine falsche Entscheidung traf und die zu einem Verlust von 1 Million Dollar führte. Als Carnegie den Mitarbeiter in sein Büro bat, da flüsterte dieser schuldbewusst: "Bestimmt werden Sie mich jetzt feuern, oder?" Doch Carnegie entgegnete: "Wie kommen Sie denn darauf? Wieso sollte ich Sie gehen lassen? Ich habe gerade 1 Million Dollar in Ihre Ausbildung investiert." Studierende müssen für ihr Versagen nicht zusätzlich bestraft werden. Das Misslingen ist oft Strafe genug. Vielmehr brauchen sie Trost und Ermutigung. Und eben darin liegt neben der exzellenten Wissensvermittlung die soziale und pädagogische Kompetenz der Friedensauer Hochschullehrer. Friedensau. Das ist eine multikulturelle Insel der Gelehrsamkeit. Das Zusammentreffen von internationaler Bildung und auch Erfahrung auf so engem Raum, das ist ein außergewöhnlicher Gewinn für die gesamte Hochschulgemeinschaft. Doch Vorsicht! In Anlehnung an Charlie Chaplins Rede in dem Film Der große Diktator darf uns Klugheit nie hochmütig werden lassen und unser Wissen niemals erkalten oder hart werden. Vor Klugheit und Wissen kommen immer Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Lässt sich dieses Dasein erzielen, wenn man sein Leben mit seinem Lebenslauf gleichsetzt? Noch stehe ich am Anfang meines Lebens. Mir fehlt an Lebenserfahrung. Mir fehlt an Lebenserfahrung, die unsere Eltern und auch meine Hochschullehrer schon haben. Wie lebt man sein Leben richtig oder auch falsch? Ohne sich dessen bewusst zu werden,
definieren wir erfolgreiche Existenz oft als das Fehlen von Misserfolgen. Wenn uns von Seiten der Hochschule die Wichtigkeit des Networkings beschrieben wird, entsteht in unserem Kopf ein Bild von vorgezeichneten Linien und Wegen, an denen man sich ohne Risiko entlanghangeln kann und die ein Versagen minimieren können. Für den Start ins Berufsleben dürfen wir alles mitnehmen, was wir hören, was wir sehen, alles, was erzählt und gelehrt wird. Aber wir müssen es auch kritisch bewerten und uns vor der Angst des Scheiterns befreien. Und scheitern wir trotzdem einmal, haben wir ein Netz, das uns auffängt. Wir haben unsere Familien, wir haben unsere Freunde, die wir vielleicht erst hier während des Studiums kennengelernt haben und von denen einige Freunde fürs Leben sein werden. Von dem österreichischen Schriftsteller Arthur Schnitzler stammt der Ausspruch: Ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange darauf freut. Mein Studium an der Theologischen Hochschule Friedensau habe ich stets als ein Privileg empfunden. Und ich denke, dieses Privileg, das sollten wir alle nutzen, um Verantwortung für uns und auch für unsere Gesellschaft zu übernehmen. Abschließend noch ein Zitat aus Josua 1, Vers 9. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Grußworte. Ihr Graduierten habt euch jetzt diese guten Wünsche angehört, ihr habt die guten Empfehlungen mitgenommen und vielleicht mögt ihr jetzt darauf reagieren. Und das ist jetzt möglich, indem eine Stimme stellvertretend für euch alle, für euch Studierenden und für euch Graduierenden, jetzt spricht. Es ist die Response der Studierenden, heute gesprochen durch Herrn Daniel Ayotai. Bitte schön. Special Guest of Honors, Chancellor, President, Deans, Professors, Parents, Families, Friends, fellow graduates, ladies and gentlemen, thanks for being here. My name is Daniel Ayotai, and I'm here on the invitation of Student Council to speak on behalf of the graduating class of 2020, and it's an honor to be here. I believe all of my colleagues will agree that it's been an incredible journey. For us here at Friedenthal University, we came from different countries with varied experiences and backgrounds, and at different times. But one goal to embark on this academic journey. Little did we know that we would, in the process, become part of a wild and a wide family of colleagues. I am certain and hope that we will remain a strong community in our future professional endeavors. It's a privilege to share this moment with everyone here. I remember just like yesterday, my first day in Germany, and at Friedenthal, I made my first friends at the airport in Berlin. Even before arriving here on campus, I remember it so vividly to date. These people are still a part of my journey here and in my life. I am sure everyone has a similar story, meeting others for the first time at Stutz, getting to know people in class, and getting lost arriving in Mensa just to leave hungry because most of the food was still unfamiliar to some of us. But difficult as the transition may have been,
These little, most almost insignificant parts of our stories demonstrate the ways in which we have grown and expanded our horizons and broadened our worldview. We have a richer lived experience as a result of taking this first step into the unknown. The community here in Friedenthal is remarkable, and at crucial moments when society has required our help, it has been a pleasure to serve our community. Most recently, amidst the COVID outbreak, the student rallied and organized a system to bring groceries and other essential necessities to members of our vulnerable community that are susceptible to the virus. Students signed up, and even some had to be on waiting lists to be able to serve. What we have begun, the teachings we have received, the characters we have built, will continue to radiate through every corner of the world where we find ourselves. We will make our mark in the way we impact our lives. As a group, we have done our quota in representing Friedenthal, home and abroad, whether representing the school at the United Nations conferences or our musical achievements as Afroband. There have been simple opportunities afforded us by the university directly or indirectly to grow and develop our leadership and service to society. For these, we say a tremendous thank you to the university authorities for making these opportunities possible. Friedenthal is distinguished from other universities as a result of its diversity on campus. Our education and time here has surely been enriched by the diversity in cultures and backgrounds. We have here today because the Friedenthal community created an environment and an opportunity for us here. However, I say, I believe diversity doesn't end with attaining numbers, but rather at creating an opportunity to share and learn from that diversity. More avenues could be created to ensure that the diversity that we have here in Friedenthal enriches every aspect of our lives. Recently, we've had the chef Alex at the Mensa introduce some more international cuisines, and we saw that the interest was so much tremendous, and we as a diverse group of people feel seen when we have opportunities to showcase who we are and what we can do. We commend all efforts being done in this regard and urge that students' views be solicited in creating more enriching diversity and diversified experience here in Friedenthal. Why did we choose Friedenthal Adventist University? For most of us, it was the promise of good education leading to bright professional prospects after completion. Being here means that all of us have successfully fulfilled all degree requirements. So congratulations once again to all of us. We have ended. We know the toils, the late nights. There were times when we wouldn't go by without hearing the word thesis. Meeting your professors in the road or in the Mensa, and the first question they will ask you is, when am I receiving that paper? And sometimes you have to run and hide because you know the question will come. For some of us, our thesis took our lives for the past 6 months or last year. Or for others, it took all our energies to complete that final paper. But most importantly, we did it. We had what it took to run and finish this race. This resilience will be important as we embark on a new professional journey outside of these walls here in Friedenthal. To my fellow graduates, don't give up when you get emails that say, leider nicht, or sorry, we cannot move forward with your application. When the world tells you no, remember, you already have what it takes to succeed within you. You demonstrated it here in Friedenthal. You demonstrated it here today. Celebrate every small milestone. You demonstrated it here, right now.
We did not only receive an academic foundation here at Friedenthal, but a moral and ethical compass on how to navigate the world. We may find that we may not always fit in, and that's okay. You don't have to always fit in. We are not meant to fit in. We are meant to be models and models of change. So let's embrace the challenge ahead, knowing that even if one life is better in some ways because of us, then we have succeeded. To all the new students, my only advice to you is make the most out of your experience in Friedenthal. Stay safe. S stands for speak up, never remain silent. Speak to somebody. Friedenthal cares about you. A, avoid confrontations, physical confrontations. F, focus on your goals, the reason why you're here. And the final one is engagement. Try as much as possible to do everything and engage yourself in every activity. I would like to end by saying a final thank you once again to the faculty, to every individual, be it in the Mensa, be it in Betrieb Technique, be it in every aspect of Friedenthal, Reinigung, wherever, cleaning service, the staff, everyone, professors, teachers, everyone that has been a part of this journey. To my fellow graduates, let's stay connected. Let us network and be supportive of each other. Let us continue to support each other. And remember, when any one of us wins, we all win. And Friedenthal wins. This is just the beginning. To the graduating class of 2020, once again, congratulations and God bless Friedenthal. Thank you very much. Vielen Dank, Daniel. Und da wir jetzt an das Ende dieser ganz besonderen Feierlichkeit dieses Festes gekommen sind, möchte ich allen danken, die hier sich beteiligt und engagiert haben, alle den Grußwort gesprochen haben, den Ehrengästen. Ich möchte danken den Musizierenden, der Technik, dem Übersetzer, allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Und nicht zuletzt, und ich denke, das ist angemessen nach einem solchen Fest, möchten wir unserem großen Gott Dank sagen. Und das können wir jetzt gemeinsam tun, indem wir singen das Lied, das auch ausgedruckt ist auf den Programmzetteln, Lobe, Seele, deinen Herrn. Dieses Lied gibt es in deutscher und in englischer Sprache. Sie können je nach Wunsch beide Sprachen gleichzeitig singen, nicht einer, aber alle gemeinsam. Und wenn Sie das tun wollen, dann setzen Sie bitte Ihren Mund- und Nasenschutz auf. Wir stehen zu diesem Lied auf und bleiben stehen, wenn wir zum anschließenden Gebet mit dem Kollegen Johannes Hartlapp hier stehen bleiben.
Guter Gott im Himmel, wir danken dir heute für alle, die ihr Studium abgeschlossen haben und für die nun ein neuer Teil ihres Lebens beginnt. Für die einen war das Studium ein leichter Weg, für andere eine große Anstrengung. Aber alle, die heute glücklich ihre Zeugnisse in den Händen halten, haben es geschafft. Dafür wollen wir dir danken, denn du bist immer bei uns, ob wir dich wahrnehmen oder nicht. Und jetzt bist du dabei, wenn wir uns freuen. In die Freude von heute mischt sich aber auch ein wenig Ungewissheit, wie das Leben jetzt weitergeht. Viele haben einen Arbeitsplatz oder planen eine weitere Ausbildung. Aber für alle kommt jetzt etwas Neues. Hilf ihnen bei diesem Start. Gib ihnen Augen, die das sehen, was notwendig ist, und Ohren, die wirklich hören, damit sie den Menschen helfen, für die und mit denen sie jetzt leben. Wir bitten dich, sei bei ihnen. Ganz besonders auch bei denen, deren Zukunft noch völlig im Dunkeln scheint. Für alle aber bitten wir, dass sie jetzt den großen Anforderungen der Praxis standhalten. Lass sie auch ihr persönliches Leben meistern und gib ihnen Menschen zur Seite, die ihnen dabei helfen. Wir vertrauen auf dich, dass du jeden Einzelnen auch weiter in deinen Händen hältst. So soll es sein. Amen. Auch wenn unsere Feier jetzt zu Ende ist, müssen wir noch nicht auseinandergehen. Denn zum einen erfolgen jetzt natürlich die obligatorischen Fotos. Die werden nicht wie sonst an der gewohnten Stelle stattfinden, sondern hier neben der Arena. Ich denke, das ist soweit auch vorbereitet. Und bei dieser Gelegenheit können die anderen, die nicht auf dem Bild sind oder danach, noch an einem kleinen Stehempfang teilnehmen. Wir können uns noch etwas unterhalten und austauschen. Dazu seid ihr alle herzlich eingeladen. Wem das nicht möglich sein sollte, der sei hiermit auch verabschiedet. Wir freuen uns, dass ihr alle da waren. Wir wünschen noch einen guten Tag. Und ansonsten freuen wir uns jetzt gleich auf die Begegnung nebenan. Auf Wiedersehen.